Herzlich willkommen zum Lernzyklus über zusammengesetzte Körper und deren Volumen. Mein Name ist Lukas und ich freue mich, dir in diesem und den folgenden Videos dieses Thema Schritt für Schritt näher zu bringen. Viel Spaß dabei! Im Intro-Video lernst du, was man unter einem zusammengesetzten Körper überhaupt versteht. Ich zeige dir, wie man für solche Objekte eine grafische Vorstellung bekommt. Und dann klären wir die Frage, wie man das Volumen zusammengesetzter Körper berechnet. Dazu zeige ich dir gleich drei Objekte, denen du in deinem Alltag irgendwann schon einmal über den Weg gelaufen bist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Im ersten Bild erkennst du einen Container. Dieser könnte sich zum Beispiel auf einem Frachthafen befinden, bevor er ins nächste Schiff oder auf einen Zug verladen wird. Das Bild in der Mitte stellt eine Schokoladetorte dar, die nur darauf wartet, endlich angeschnitten und von den Gästen verzehrt zu werden. Vielleicht bist du auf dem Skateplatz schon einmal mit einem Roller oder einem Rad über eine Rampe gefahren, wie sie im dritten Bild rechts dargestellt ist. Nun möchte ich von dir wissen, welche geometrischen Eigenschaften haben alle drei Objekte? Pausiere das Video, damit du selbst nachdenken kannst. Vielleicht hast du zunächst gleich einmal erkannt, dass jedes Objekt aus mehreren unterschiedlichen dreidimensionalen Körpern besteht, die miteinander verbunden sind. Eine weitere Eigenschaft ist, dass alle drei Objekte ein bestimmtes Volumen besitzen. Genauso haben sie eine Oberfläche. Wir interessieren uns in diesem Lernzyklus nur für das Volumen, das heißt zum Beispiel beim Container, wie viel Wasser passt in diesen hinein? Würden wir uns für die Oberfläche interessieren, so könnten wir uns wiederum fragen, wie viel Farbe benötigen wir, um einen Container anzumalen? Damit wir nun das Volumen dieser Objekte bearbeiten können, solltest du bereits folgendes Vorwissen haben. Du kannst einfache dreidimensionale Körper wie einen Würfel, einen Drehzylinder oder einen Quader benennen. Du kannst die Formeln zur Berechnung des Volumens dieser Körper nennen und anwenden. Du kannst auf die Ecken und Kanten eines Körpers zeigen und die Seiten oder den Radius einzeichnen. Du kannst verschiedene räumliche Maßeinheiten wie Kubikzentimeter und Kubikmeter sowie Hohlmaße wie Liter ineinander umrechnen. Zeichne die drei Körper auf einem Zettel auf und schreibe ihre Namen dazu. Beschrifte die Körper mit den richtigen Buchstaben, sodass jede Formel genau zu einem Körper passt. Stoppe dazu das Video. Und schon fertig? Die drei verschiedenen Farben zeigen dir an, ob du die Körper richtig zugeordnet hast. Halte auch die Formeln auf deinem Zettel fest, denn sie werden dir in den nächsten Videos sicherlich helfen. Falls du diese Themen lieber noch einmal wiederholen würdest, dann klicke auf die entsprechenden Links am Rand des Videos. Und wenn du mit diesen Themen vertraut bist, dann lass uns loslegen. Ein zusammengesetzter Körper besteht aus zwei oder mehreren Körpern, die miteinander verbunden sind. Schau dir dazu im Bild diese aneinandergereihten Würfel an. Das könnten zum Beispiel Eiswürfel sein, die du nebeneinander platzierst, um eine kleine Eisskulptur zu bauen. Die Eisskulptur ist also der zusammengesetzte Körper. Er besteht aus insgesamt 24 Eiswürfeln. Das sind die einzelnen Teilkörper. Du erhältst das Gesamtvolumen, indem du die Volumen der einzelnen Teilkörper zusammenzählst. Hat jeder der 24 Eiswürfel beispielsweise ein Volumen von einem Kubikzentimeter, dann weißt du, die Eisskulptur besitzt ein Volumen von 24 solchen Würfeln, also 24 mal 1 gleich 24 Kubikzentimeter. Natürlich kannst du diese 24 Eiswürfel auf unterschiedliche Arten anordnen, wie beispielsweise zu dieser. Auch hier gilt, der zusammengesetzte Körper, nämlich die Eisskulptur,
besteht aus mehreren Teilkörpern, nämlich den 24 Eiswürfeln. Das Gesamtvolumen besteht aus der Summe der Teilvolumen und beträgt wieder 24 Kubikzentimeter. Kannst du noch weitere Skulpturen aus den Eiswürfeln bauen? Halte das Video an und überlege dir deine Lieblingseisskulptur, welche du dir im Kopf vorstellst. Vielleicht kannst du sie auf deinem Zettel ja aufzeichnen. Versuche es! Merke dir diese beiden Zusammenhänge gut, denn wir werden sie im gesamten Kurs immer wieder benötigen. Im Basic-Video schauen wir uns nun gemeinsam an, was das für die drei Objekte bedeutet. Bis gleich!